Viktoria Köln gegen den SV Sandhausen oder anders gesagt, Olaf Janssen gegen Jens Keller. Viermal sind sie schon aufeinander getroffen. Dreimal als Spieler, einmal als Trainer, viermal konnte Jens Keller gewinnen. Die Kölner seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg waren emotional, waren heiß und wollten den Erfolg gegen den SV Sandhausen. Zuletzt 6:3 gegen Jahn Regensburg gewonnen und dementsprechend mit Selbstvertrauen unterwegs. Die schwarz gekleideten Gäste mit der ersten Möglichkeit nach 19 Minuten. Tolle Flanke von Patrick Greil auf den Kopf von Stoßstürmer Markus Pink. Ben Voll pariert. Glänzend. Im Gegenzug die Kölner, auch erstmals offensiv aktiv. Guter Ball. Marseiler mit Tempo und Übersicht. Handle kommt, Handle schießt, knapp vorbei. Erste Torannäherung für die Kölner Viktoria. Simon Handle, erst ein Saisontreffer, hier wäre fast der zweite gefallen. Jetzt kam so langsam richtig Zug rein in die Partie. Wieder nur 60 Sekunden später. De Meester auf Becker. Und dann fordern die Kölner Elfmeter. Schiedsrichter Sater sagte, Ball gespielt. Wir schauen drauf auf Gerd Weinis. Der trifft den Ball, aber auch ganz viel Becker. Ich sag, hier hat der SV Sandhausen Glück. Kölner Bank wollte natürlich auch den Elfer. Sportliche Leiter Küsters, zu emotional. Gelbe Karte für ihn. Aber die Emotionen taten im Spiel gut. 25. Minute, Marseiler mit dem Eckstoß. Und über Umwege kommt der Ball zu Simon Handle. Das wäre ein Ding gewesen. Seitfallzieher, aber immer noch keine Tore in diesem Spiel. 42. Spielminute. Wir sehen Florian Engelhardt, 20 Jahre heute in der Startelf, hatte schon gelb. Und hier das taktische Foul. Alexander Sater hat ihn leben gelassen. Für mich eine Fehlentscheidung. Hier muss er gelb-rot zeigen. Für ihn kam in der Halbzeit Said Mala, 17 Jahre, aus der U19-Mannschaft. Viktoria macht aus der Not eine Jugend. 60 Minuten gespielt. Kölner eigentlich gut drin in der Partie. Jetzt mal Zander für den SVS. Rein in den Strafraum. Guter Pass. Das war Burcu. Nochmal Burcu und das 1:0. Markus Pink. Dritter Saisontreffer für den Stoßstürmer. Das Ganze an seinem 33. Geburtstag. Die Defensive wackelte da ein wenig und sofort gab's den Gegentreffer für die Kölner Viktoria. Dreht alles auf dem Spiel, auf dem Rasen. 64. Spielminute. Jetzt kam Said Mala. Jetzt kam seine Stunde. Der 17-Jährige gegen alle. Said Mala und hinten De Meester. Was für eine Geschichte. 1:1 nach 64 Minuten. Gegen Saarbrücken schon getroffen. Jetzt sein zweites Tor. Aber was für eine herrliche Vorarbeit von Youngster Said El Mala. Die Nachwuchsarbeit, sie funktioniert bei der Kölner Viktoria. Schöner Abschluss, nicht zu machen für Rehnen. 117 Sekunden, Hand gestoppt nach diesem 1:1. Jetzt die Kölner Viktoria mit Marseiler, mit De Meester und dem 2:1. 10. Saisontreffer, Luca Marseiler, Spiel gedreht, und Luca De Meester mit dem Tor und der Vorlage. Besser wird's nicht für die Kölner Viktoria. Und auch nicht für De Meester. Ging danach raus und wird geherzt von Wunderlich, Janssen und Co. Dann gab es eine turbulente Schlussphase. Viel Druck der Sandhäuser und der Konter. Said El Mala, was wäre das für ein Ding? Said El Mala! Aber der 17-Jährige, da kann nicht alles funktionieren. Es reicht aber auch so. Die Viktoria gewinnt gegen Sandhausen. Wir haben heute nicht die Energie auf den Platz gebracht, wie wir sie letzte Woche gebracht haben. Und deshalb haben wir das Spiel hier heute verloren. Ja, wir haben gedacht, es geht von alleine. Und das ist das, was ich vor dem Spiel schon gesagt habe. Das funktioniert nicht von alleine. Wir hatten einen ganz klaren Plan, wo jeder seine Stärken weiß und jeder auch über den anderen Bescheid weiß. Und das, finde ich, haben wir gut durchgezogen und uns gar nicht irgendwie beschäftigt mit den vorherigen Spielen. Einfach dieses Spiel neu angefangen, neu angegangen, und dann hat es geklappt heute. Die letzten 4 Pflichtspiele haben sie verloren. Jetzt schlagen sie Sandhausen. Die Viktoria tanzt wieder.
alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.